In der Saison 2017-2018 sollten sich in der Regionalliga West die beiden Vereine Uerdingen und Wuppertal in zwei mehr als interessanten Begegnungen sehen. So fuhren in der Woche vor dem Hinspiel immer wieder kleine sportliche Abordnungen aus Wuppertal bei Nacht in die Krefelder Innenstadt. Zum Bedauern der Wuppertaler zeigte sich die Szene aus Uerdingen jedoch nicht einmal. Nachdem sich die Heimszene also die Woche über nicht stellte, sollte sich am Vorabend der Partie ein beachtlicher Haufen rund um die Ultras Krefeld im Stadtzentrum versammeln, da man den Feind erneut erwartete. Und so kam es dann auch. Erneut fuhren mehrere Autos aus Wuppertal in der Nacht nach Krefeld ein, dieses Mal unmittelbar vor das Grotenburg-Stadion. Dadurch, dass Uerdingen jetzt schnell schaltete, lief der Mob jetzt auf die Autofahrerkolonne aus der Nachbarstadt zu. Diese realisierten jedoch recht schnell, dass der Gegner in deutlicher Überzahl agierte, weshalb jetzt Kollege Bleifuß eingeschaltet wurde und anschließend ordentlich aufs Gas getreten wurde. Zitat Krefeld: Anstand auch mal Taten folgen zu lassen, wurde ohne Rücksicht auf Verluste die Stadt im Eiltempo wieder verlassen. Leider so eilig, dass man die Aufmerksamkeit eines Streifenwagen auf sich zog und zur Verkehrskontrolle gebeten wurde. Die Sektion U18 wurde dann um Mitternacht mit dem Mama-Mobil in Krefeld eingesammelt und sicher zurück ins Bett gefahren. Beim Spiel wurde noch eine bedeutende Zaunfahne mit der Aufschrift Grotenfront vom Heimanhang präsentiert. Uerdingen beschrieb ihren Auftritt als sehr enttäuschend an diesem Tag. Erwähnenswert ist noch eine zu Beginn des Spiels durchgeführte Choreografie der Ultras Wuppertal. Beim Rückspiel sollte es dann aufgrund der Vorkommnisse aus dem Hinspiel erneut interessant werden. So schaffte es der Szenehaufen aus Wuppertal unerkannt am frühen Morgen mit einem Bus anzureisen. In Krefeld angekommen, konnte der in Motto-Shirts gekleidete Mob unbehelligt bis vor die Kurve des Grotenburg-Stadions spazieren, ohne dass man dabei von der Staatsmacht entdeckt wurde. Krefeld hatte wohl einige Speer zu wenig im Einsatz und kam erst angelaufen, als die Wuppertaler bereits im Kessel standen. Zitat Krefeld: Bereits frühzeitig hatten sich einige KFC-Fans am Treffpunkt versammelt, als uns die Nachricht erreichte, dass Wuppertal mit 60 Personen vor dem Stadion steht. Sofort machte sich eine Gruppe Uerdinger auf den Weg, jedoch war zu diesem Zeitpunkt schon der Freund und Helfer vor Ort. Ein mutiges Stellt euch und kommt doch hier unmitten des Bullenkessels haben die Jungs dann aber doch noch hinbekommen. Noch erwähnenswert ist, dass vor dem Spiel eine Gästezaunfahne den Besitzer wechselte. Weiter passierte beim Rückspiel dann nichts mehr. Für mehr solcher Videos abonniert doch gerne diesen Kanal.